Einen wunderschönen Mittag und herzlich willkommen hier auf dem Kanal zu einem weiteren Buchtest. Ihr habt es schon im Thumbnail gesehen, heute geht es weiter mit einem neuen Genre an Buch, was wir bisher auf dem Kanal hatten, nämlich mit einem Dudenbuch. Aber nicht irgendeinem Duden, sondern dem Duden Allgemeinbildungsquiz testen Sie Ihr Wissen, das Allgemeinbildungsquiz. Bam! Wieso habe ich das Ding überhaupt? Durch meine Krankheit. Ich verbringe auch mehr Zeit mit meiner Familie wieder und solche Sachen. Und da quizze ich gerne mal ein bisschen rum. Und ja, zum Beispiel mit meiner Großmutter, also mit meiner Oma. Und da so ein bisschen, weißt du, ums Gehirn auf Trab zu halten und sowas, quizzen wir da gerne mal rum. Und da habe ich jetzt angefangen mit dem Allgemeinbildungsquiz, habe ich mal geholt. Das haben wir jetzt durch. Und ja, wir schauen uns das Ganze mal an. Was ist es? Es ist vom Duden eben. Ich weiß nicht, ob Duden eine staatliche Einrichtung ist. So oder so auf jeden Fall eine, ja, für die deutsche Sprache sehr wichtige, ein wichtiges Institut. Ja, wir schauen uns das Ganze mal an und was euch hier erwartet. Wir sehen schon 1000 Fragen und 4000 Antworten. Das heißt, ihr habt eine Frage, 4 Antwortmöglichkeiten. Und dann auf der Rückseite habt ihr, das zeige ich euch gleich, habt ihr dann die Antwort und noch so eine Beschreibung. Was ich auch cool finde, also ihr könnt auch ziemlich was lernen. Für wen ist es was? Für natürlich klassische Quizfans. Also Leute, die gerne quizzen. Ich bin selber so jemand. Leute, die gerne ihr Allgemeinwissen auf Trab halten, ist gerne abfragen oder sowas. Könnt ihr es mal durchgehen. Preis-Leistung super. Ich glaube 10 bis 15 Euro für 1000 Fragen und Antworten. Auf jeden Fall solide. Designtechnisch auch schön, relativ schlicht. Hier oben dieser Duden-Grauton, unten dann alles so orange. Dann sehen wir hier, Gandhi müsste das sein. Dann eine Schlange. Das Berlin, die Berliner, nicht die Berliner Mauer, sondern das Berliner, das Brandenburger Tor, Entschuldigung. Dann hier die Statue of Liberty und natürlich die Sphinx, nee, nicht die Sphinx. Ach, weiß nicht, auf jeden Fall irgendeinen ägyptischen Götterkopf. So, ja, so viel dazu. Schauen wir mal kurz zur Rückseite. Allgemeinbildung, Quiz, das ideale Buch, um Ihr Wissen zu überprüfen, zu vertiefen und zu erweitern. Auf aktuellem Stand 1000 Fragen aus allen Wissensgebieten, 4000 Antwortmöglichkeiten. Nur die 1000 richtigen, auch die 3000 anderen Antworten werden erklärt. Also nicht nur die 1000 richtigen, genau. Preis 11 Euro, hier steht's. Ganz solide auf jeden Fall für so ein Quizbuch. Und ja, was haben wir für Themen hier drin? Da gibt es dann inhaltsverzeichnismäßig. Das ist die 4. vollständig überarbeitete aktualisierte Version. Hier sehen wir die Themen, da gehe ich mal ganz kurz drauf ein. Also es gibt Fragen zu Geschichte, Politik, Wirtschaft und Recht, Kunst, Musik, Sprache und Literatur, Fremdwörter, Redensarten, Zitate, Religion, Philosophie, Mythologie, Erde und Weltraum, oh, super Thema, Physik und Chemie, auch super Thema, Mathematik und Technik, auch gut, Flora und Fauna, auch gut, Mensch und Medizin, super, Essen und Trinken, Sport und Spiel und Medien und Film. In über 300 Seiten habt ihr das Ganze, wie ihr sehen könnt, warte, ihr werdet jetzt überall, wo so Haken sind und Buchstaben, das haben wir alles durch, also wir haben wirklich jede Frage durch. Und ja genau, ist eben von der Duden-Redaktion, also gibt es keinen direkten Autor dahinter, ist halt vom Duden-Verlag, der Duden-Redaktion, genau, und vom Bibliografischen Institut herausgebracht, wie es ausschaut. Ja, genau, genau. Also für Quizfans auf jeden Fall was. Und ja, genau, so viel dazu. Ich werde mir jetzt zum Beispiel einfach irgendeine, dass ihr euch vorstellen könnt, was da für Fragen warten. Okay, von Musik. Welcher Musiker trat nicht beim legendären Rockfestival 1969 in Woodstock auf? Er war zum Beispiel Eric Clapton, haben wir auch richtig gehabt. Als Beispiel. So, jetzt mache ich mal Erde und Weltraum. Warte, ich will irgendeine Weltraumfrage kommen, wenn wir jetzt schon da sind. Wie heißt die unterste Schicht der Erdatmosphäre? Und das ist die Troposphäre, haben wir hier natürlich auch richtig gehabt. So, und ja, und zum Beispiel dann immer noch Mathematik und Technik. Wie wird in der Elektrotechnik Gleichstrom abgekürzt? Das habe ich zum Beispiel falsch. Ja, super. Und dann machen wir noch aus Mensch und Medizin. Das Vitamin B12, dessen Mangel zu Blutarmut führt, heißt auch Cobalamin. Wissen wir, mittlerweile gibt es verschiedene Formen, habe ich auch schon einiges getestet. So, ja, und somit ist auch das Buch getestet. Gibt es da noch irgendwas zu sagen? Ich habe hier so eine kleine Übersicht. Bibliografisches Institut. Die Version müsste von 2021 sein, aber die erste Version kam, oder kam, wie es ausschaut, 2015 raus. Redaktionelle Leitung, Redaktion, Layout, da stehen ja die ganzen Namen, wer dafür zuständig ist. Autor ist der Dr. Jürgen Hess, der hat das Ganze verfasst. Und ja, findet ihr im Internet, findet ihr so auf Thalia, auf Amazon und sowas, falls ihr Lust darauf habt, für 11 Euro. Cooles Ding, wenn ihr euer Testen abfragen wollt, euer Wissen abfragen wollt. Und ja, von mir gibt es als Buchnote eine, es ist schwierig, als allgemeines Buch, was mir was beibringt, wenn ich es lese. Ah, ganz kurz noch, bevor ich es vergesse, und hinten haben wir dann die Antwortmöglichkeiten mit so einem kleinen Text immer und so einer kleinen Beschreibung. Ist jetzt nicht zu viel Hintergrundwissen darüber, aber habt ihr auf jeden Fall einen groben Überblick. Und genau, als Note gebe ich, jetzt die Frage, wenn ich als Quiz bewerte, würde es eine 1- kriegen, weil es schon echt geil. Wenn ich es allgemein als Buch bewerte, was ich glaube ich mache, wenn ich so privat so lese und sowas, es ist ein Buch,
Ich muss es als Buch werten. Aber es ist ein cooles Quiz. Auf jeden Fall sind ein paar sehr schwierige Fragen, aber auch ein bisschen leichtere dabei. Und als Buchnote gibt es von mir eine 2+. Ist immer noch echt gut, aber ist halt sehr spezifisch. Also für Quizfans eben. Was ich auch einer bin, aber vielleicht viele da draußen nicht so und wollen eher ein anderes Buch. Deshalb 2+. Aber sonst grundsolides Ding, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das schon kennt, ob ihr es schon durch habt, wie ihr das findet. Und ansonsten sehen wir uns morgen Mittag wieder, weil Büchertests und Dufttests kriegen ihren eigenen Tag. Und dann sehen wir uns morgen Mittag wieder beim Eiweißpulvertest. Ich wünsche euch was, immer schön happy bleiben, immer schön gesund bleiben und bis morgen Mittag. Ciao, ciao.